Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Metal Mash Man and Machine. Ich kenne den Titel noch überhaupt nicht und schaue mir den mit euch zum allerersten Mal an. Ich bin gespannt, sehr gespannt, was mich hier erwartet. Hüpfen wir gleich mal rein in den Mech. Und wenn wir schon beim Hüpfen sind, sage ich gleich mal Daumen hoch da lassen und abonnieren, falls ihr mehr NES-Games sehen wollt. Wow, das stresst mich ja gleich mal ordentlich. Okay, links, rechts, schießen. Aha, ich kann alle Richtungen schießen, aber der Schuss ist irgendwie ziemlich lahm. Kann ich den nicht zerstören hier? Der ist nicht wieder drinnen. Okay, das geht da. Ich krieg mir einfach ordentlich was ab hier. Die Steuerung ist irgendwie, also schwammig wäre jetzt noch untertrieben. Warum leuchte ich jetzt da hinten? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich bin ich bald hin. Wie hüpfig. Start ist. Aber da kann ich noch aussteigen oder was? Machen wir das doch mal. Und jetzt, ja, ich bin draußen. Und jetzt? Jetzt kann ich mit dem Panzer als Einzelmaxo kämpfen. Funktioniert nicht so. Oh ja, funktioniert sogar. Und die Steuerung sogar angenehmer. Als wie mit dem Metal Mash. Okay, Metal Mash einsteigen. Ich steige wieder ein in den Metal Mash. Will er wieder rein? Ja. Select vielleicht? Nein, start. Ja, select. Die Schusshöhe ist ja. Wie kann ich den besiegen da? Das ist ja. Ich kann nur noch urweit schießen. Oder? Hä? Runter? Runter und geradeaus? Auch nicht? Kann ich so schräg runter irgendwie? Nein, kann ich runter und geradeaus? Ja, runter und geradeaus geht auch irgendwie. Na. Die Steuerung ist doch mega Mist! Die Steuerung ist richtig übel! Wieso kann ich den. Soll ich den abschießen? Ich kann einfach drauf hüpfen. Ach so! Ich kann einfach drauf hüpfen. Na, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und das kann jede Menge Schaden einstecken. Ungewöhnlich eigentlich für ein NES-Game, dass man nicht instant tot ist. Aber es ist schon, es laggt auch irgendwie, ich weiß nicht. Was ist da unten? Kann ich da hüpfen? Was ist da unten? Da unten ist irgendein Geheimlang. Ach, kann ich in den Geheimlang wahrscheinlich reingehen? Ich will es mal auf dich drauf machen. Du bist mir nicht auf den Nerven. Und auf dich gehe ich auch drüber. Na, auf dich kann ich nicht drüber gehen. Okay, dann gehe ich da mal rein. Nein, das war falsch. So geht es. Ja. Jetzt gehe ich da runter. Geht das? Ja, es geht. Und kriege ich da jetzt irgendwann einen Bonus? Aha. Ich kann einfach überall durchgehen. Ich muss eingesammelt. Ah ja! Doch so spannend. Und man sieht wieder nicht nach rechts. Die Kamera scrollt wieder langsamer als der Player geht. Das verstehe ich immer nicht. Okay, wie lang ist dieses Level? Ist es unendlich lang? Ein bisschen zart jetzt, oder? Ah nein, da ist es aus. Okay. Jetzt habe ich aber keinen Mech. Was ist das? Ist das jetzt gut oder schlecht? Ah, jetzt habe ich das eingesammelt. Man weiß es nicht so genau. Ich kann jetzt nicht den Mech wiederholen, da muss ich ja ewig gehen. Ich. Wenn ich darauf gehe.
Aha. Das ist da irgendwie so ein Atomzeug wieder. Bringt das irgendwie? Oder tötet mich das? Atomzeug gut für einen Metal Mechman? Ja, Metal Mechman. Was ist das wieder? Ist das eine Flagge oder was soll das sein? Und jetzt kann ich dann nach rechts gehen und bin tot? Nein. Ich dachte, wenn ich da runterfall, bin ich vielleicht hier. Nein, da kann ich hier. Das kann ich nicht aussammeln. Interessant, so nicht. Irgendwie ganz confused das Ganze. Hä, und jetzt? Level geschafft. Naja, immerhin bitte, Level 1 geschafft. Metal Mech. Warum die Mech-Steuerung so grottig ist? Jetzt kann ich da drauf hüpfen? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht drauf hüpfen. Das ist doch Mist. Ja, da hätte man sich irgendeine andere Steuerung einfallen lassen müssen. Irgendwie übel. Kann mir doch keiner erzählen, dass er das gespielt hat, Probe gespielt hat und gesagt hat, ja, die Steuerung, das passt schon. Die lassen wir so. Wie kann ich da nicht draufschießen? Wieso? Wie kann ich. Oh ja, kann ich. Aber irgendwie geht's da nicht. Ich check's nicht. Okay, jetzt fliege ich da runter, 10 Kilometer. Alles hier wegbeißen, ja? Ich kann das Zeug nicht. Oh, ich kann das Zeug hier wegschießen sogar. Aber man schafft es einfach nicht, wenn man nicht auf die richtige Höhe. Super. Ganz großes Ding. Und jetzt komme ich da jetzt rauf? Oder weiter? Gar nicht. Ja. Nein, ich will eigentlich nicht mehr hin, ich will eigentlich raus hier. Ist ein Aufzug. Ist ein Aufzug. So. Was sagt denn das keiner? Ein Atomzeug? Ist das cool, Atomzeug? Ich check's immer noch nicht. Was ist mit dem Atomzeug? Warum kann ich die nicht einfach. Okay, platt gemacht. Mit Hüpfen. Da kann ich direkt das Maxo raufgehen. Ich weiß noch nicht, ob ich das bringt. Was ist das hier? Aha, jetzt bin ich runtergefallen. Das ist unpraktisch. Ja, also das Spiel feiere ich immer so gar nicht irgendwie. Also. Jetzt ist natürlich hier kein Aufzug. Oh Mann, jetzt ist hier kein Aufzug. Wie komme ich da jetzt rauf? Ist irgendwie eine Leiter gewesen? Und mein Maxo? Ich steig mal aus da. Leute, ich steig mal aus. Tschüss. Steig da aus. Aha. Okay, da kann ich raufgehen jetzt. Aha. Und ich kann da auch raus. Ja, also das Maxo ist irgendwie Steuerung so viel besser. Das ist absurd, aber. Manche Sachen weiß man nicht so recht, ob sie kaputt sind jetzt oder nicht. Was ist das hier eigentlich? Das weiß man auch nicht so recht. Okay, weiter geht's. Ich darf vorher. Ah, da fliege ich jetzt wieder runter mal. Warum auch immer. Mit den blöden Fallen hier. Ah, das grüne, im grünen Zeug sind manchmal so Waffen versteckt und man sieht es nicht gescheit. Ah ja. Das erklärt natürlich so einiges. Zum Beispiel um das grüne Zeug. So, da. Na, ich möchte Metal Mech eigentlich nicht. Na, ich will mit dem Aufzug fahren. Aufzug fahren! Warum fahrt jetzt nicht mehr mit dem Aufzug? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, da ist ja bei der Steuerung echt einiges schief gegangen. So, wenn ich eins nicht mag, dann ist es schlechte Steuerung bei einem Game, weil was soll das? Wenn die Steuerung nicht funktioniert, ist ganz, kann das Spiel noch so gut sein, bringt nichts, wenn man nicht gescheit steuern kann. Weggebrezelt. Kann ich in die Tür da reingehen vielleicht? No. Aha, was kann ich darauf?
ganzen Tag platt gemacht hier. Aha, da geht's jetzt weiter. Ah, da geht's weiter. Aha, und da geht's jetzt. Hä? Oder war das der Start? War das der Start? Kein Plan mehr. Irgendwas schießt auf immer. Hauptsache es explodiert was. Aha, das ist ein Geheimgang wieder. Ah! Verpasst. So, schauen wir mal da ganz rauf. Wenn ich ganz rauf gehe, gibt es irgendwas. Das geht ja unfassbar weit rauf. Habe ich auch die Levels einfach so unnötig groß gemacht. Ich hätte lieber gescheite Steuerung gemacht und dafür die Levels gerne. Hätten wir alle mehr davon gehabt. So, einfach nur das Exit eigentlich. Aha, was da unten los ist, keine Ahnung. Da könnte man wahrscheinlich mit dem Mac durchgehen. Das spare ich mir aber. Man and Machine. Ja, ich bin Man ohne Machine. Jetzt komme ich wahrscheinlich zum Endgegner und habe keine Maschine, oder? Das könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen, dass das passiert. Ah, da geht's nicht weiter. Okay. Kann ich da irgendwie runter? Wenn ich da runterfall, warum verliere ich da Energie? Oder warum dachte ich das nicht? Ah! Okay, schauen wir mal da rein. Wow! Gebürstet. Okay. Metal Mech. Man and Machine. Ich glaube, wir lassen das. Ich wäre damit nicht mehr wirklich glücklich mit dem Game. Und ihr wahrscheinlich auch nicht. Außer ihr seid große Fans von Metal Mech, Man and Machine, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, warum ihr dieses Spiel so lauernd findet. Ich kann mir damit echt überhaupt nichts anfangen. Das Beste in dem ganzen Game ist, wie so oft, das Cover. Das ist wirklich schön gemacht. Richtig schönes Cover. Wahrscheinlich haben sich deswegen einige Leute gekauft und haben dann gesehen, es ist eigentlich nur Müll. Tja, so kann es dann gehen. Gibt es halt nicht mehr, dieses Problem. Einfach mal ein YouTube-Video schauen und dann weiß man, ob das Game was kann. Ja, Daumen hoch da lassen, abonnieren und so weiter. Ihr wisst schon. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal sicher wieder ein besseres Game. Kann nicht immer gut sein, wenn man alle NES-Games spielen muss, dann. Ist halt auch mal Schrott dabei. Ist so. Ist so. Wenn man Level 6 kommt, dann noch der Vorspann für Level 6 schauen wir uns noch an. Aha! Da gibt es dann also noch einen kompletten Gameplay-Twist. Das Max ist viel größer und kann fliegen. Weiß ich nicht. Ich glaube, das macht es nicht wirklich besser. Ich glaube, das wird es nicht wirklich besser machen. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.